Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber, da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schlöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Blut und alle. Ja, Mahlzeit, Freunde. Es gibt Neues von Kendo Vape. Ich hab vor einigen Jahren, meine ich, deren Watte reviewed. Ja, das hier ist ja nochmal. Die ist auch noch von da, von dem Testvideo übrig. Das ist die Gold Edition, es gab ja auch die Standard Edition. Und Kendo Vape hat sich plötzlich bei mir gemeldet und gesagt, hör mal, wir haben da noch was. Und das würden wir gerne, dass du das reviewst. Alles klar, dann tue ich das mal. In der Hauptsache wird es in diesem Video um diese 5 Liquids gehen. Das sind Liquids von Kendo Vape. In dem Fall werdet ihr gleich sehen, das sind die amerikanischen Abfüllungen. Sprich, sie sind nicht DPD-konform. Ja, das sind, was ist da drin? 100 ml? 60 ml. Das sind 60 ml Flaschen, ja. Und die sind schon mit Nikotin versetzt. Ja, wir werden dann wahrscheinlich die entsprechende Shake-and-Vape-Variante hier in Europa bekommen. Aber, ja, das ändert ja nichts am Geschmack. Der Liquids, und ja, wenn ihr euch das Ganze dann entsprechend zubereitet, werdet ihr das dann genauso vor euch haben wie ich jetzt. Ansonsten gibt es noch ein paar Neuigkeiten zu Watte und ich werde in der Zusammenarbeit mit Kendo Vape so ein kleines Gewinnspiel veranstalten wieder. Das ist ja damals schon ganz gut angekommen und warum sollte man damit jetzt brechen? Ja, dann würde ich sagen, wir schwenken mal ganz schnell rüber in die Detailansichtsposition und ich zeige euch, was ich da so habe. Hier haben wir dann also die 4 Liquids, die ich erhalten habe. Wir haben Mango Pfirsich, wir haben Coconut Ice Cream, wir haben Butterscotch Custard und wir haben Margarita Cocktail. Ja, generell zu den Liquids hier, ich zeige es dir nochmal. Die haben hier so einen lustigen Reflex auf der Verpackung. Ja. Ich denke, das kann man ganz gut sehen. Finde ich, sieht ganz witzig aus. Ja, ansonsten zur Verpackung her, wir haben hier die Sicherheitshinweise, die man so kennt. Hier sind die Inhaltsstoffe angegeben, hier auch noch die Warnsymbole. Ja, hier nochmal steht drauf, was man da gerade in der Verpackung hat. Ich mache die jetzt mal auf. Ja. Hier auf den Flaschen haben wir so ein Reflex in den Etiketten drin. Hier haben wir auch unsere Warnsymbole. Alles ganz hübsch. Ansonsten die Flaschen sind die üblichen Gorilla-Flaschen. Kindersicher. Ist natürlich für das Shake and Vape wieder nicht so schön, weil den Verschluss da immer runterzukriegen ist immer so ein Problem. Ne? Das kennen wir ja mittlerweile alle hinlänglich, dass das nicht so den Spaß macht. Aber gut, was will man machen? Es sind halt mittlerweile die verbreiteten Standardflaschen und so wird halt meistens abgefüllt. Ich stelle das jetzt mal hier ein bisschen zur Seite und wir gehen mal auf die einzelnen Liquids ein. Ja, Mango Pfirsich, mit dem will ich starten. Das ist ja, naja, sagen wir mal, ziemlich Standard. So, dann können wir das besser machen. Ja, also Mango Pfirsich ist jetzt wieder mal so eine fruchtige Mischung, die wir häufiger jetzt sehen unter den Liquids. Mal sehen, wie sie hier ausgeführt ist. Die Liquids sind übrigens in einem Verhältnis von 30-70 gemischt. Ja, also da auch verbreitete Mischverhältnisse. Dampfen werde ich das Ganze wie so häufig auf meinem Typhoon GS2.
Wieder mit gezwirbeltem Nichromdraht als Single Coil. Das werde ich auch weiter beibehalten. Damit halt auch, sagen wir mal, relativ einfache Drahtwicklungen beobachtet werden. Ich weiß, ich könnte das Ganze wahrscheinlich auf 47 verschiedenen Setups drehen, damit es wirklich aussagekräftig ist, aber ich muss mich mal auf eine beschränken. Ja, das Ganze bevor ich mit der Aegis bei 40 Watt. Ja. Ja, und die Coil hat einen Widerstand von 0,56 Ohm. Gut. Ich habe zwar vorhin schon mal ein bisschen vorgetröpfelt, aber ich tue noch mal ein bisschen drauf. Sicher ist sicher. So. Ja, dann wollen wir gucken, wie das so kommt. Vorneweg kommt vor allem der Pfirsich zu tragen. Und die Mango kommt eher mit ihrer Säuerlichkeit hinten raus. Aber die Mango merkt man halt immer mal wieder so ein bisschen hochkommen und so eine ganz leichte Spur, aber wirklich ganz leichte Spur von Colada, meine ich zu merken. Also eine ganz, ganz fein wahrnehmbare Spur von Frische ist da drin. Aber halt sehr dezent, ne? Also weit weg von kräftig. Ja, spritzige Säure ein bisschen. Ja, eine schöne Interpretation eines bekannten Themas. Drücken wir es mal so aus. Schönes Zeug. Kann man sicherlich häufiger dampfen, wenn man auf solche Fruchtgeschmäcker wirklich steht. Da kann man sicherlich auch mal reinschauen. So, Zeit dafür, den Verdampfer neu zu wickeln. Für das nächste Liquid. Und selbstverständlich, ja, mache ich das Ganze auf der Kendo-Watte. Das, denke ich, ist für alle Beteiligten so recht, dass ich Kendo Liquid auf Kendo was jetzt ausprobiere. So. Ja, ich nehme jetzt hier diese Kendo Watte Gold. Für mich immer noch die Watte, die man am allerschönsten wirklich verarbeiten kann. Die kann man mit den Fingern portionieren, aber gleichzeitig reißt sie halt unglaublich schwer, wenn man es nicht möchte. Ja? Die kann man wirklich sehr schön verarbeiten. Gleichzeitig auch immer noch relativ wärmestabil. Ich glaube, die Engo Verbit ist da ein bisschen stabiler noch. Aber trotzdem ja, so. Gerade was die Verarbeitungsfähigkeit angeht, bin ich immer noch sehr angetan von Kendo Vape Watte. Insbesondere, weil halt diese kleinen Flusen packt man wieder mit da rein. Und beim nächsten Mal kann man sie wieder verwenden, weil die sich sehr schön mit dem, was noch in der Packung ist, verbinden. Und man kann sie halt weiter nutzen. Gut, nächstes soll das Coconut Ice sein. Oder Coconut Ice Cream. Ganz wichtig. Bin ich sehr gespannt drauf, weil vor langer, langer Zeit, kurzzeitig angefangen habe, so 6 Jahre oder so ist das jetzt her, habe ich seinerzeit von der Firma Decadent Flavors aus Großbritannien gehört. Und die hatten damals schon so Geschmacksrichtungen im Angebot, die waren schon für seine Zeit zumindest schon etwas ungewöhnlicher. Ja, Absinthe zum Beispiel habe ich das erste Mal bei denen probiert und die hatten auch Coconut Ice. Ja, und Coconut Ice, das war wirklich ein Geschmacks
Form, die wirklich mich sehr, sehr angesprochen hat. Ja, das war lange Zeit so ein Aroma, das ich immer nur für solche Fälle genommen habe, wo ich mich wirklich mal so extrem zum Genuss zurückziehen wollte. Ja, schön ein bisschen auf dem Tröpfler drauf getan. Am liebsten dann irgendwo schön einen bequemen Sessel oder sowas für einen tollen Abend, und das war dann Genuss pur. Problem war, dass diese Decadent Flavors nicht gerade günstig waren. Ja, dementsprechend habe ich die auch eher etwas zurückhaltend gedampft. Aber das Coconut Eis von denen war mir immer eines meiner liebsten. Und ich will mal gucken, wie sich das hier so dagegen hält. Riechen tut man nicht viel. Nee. Oh ja. Das könnte dem Ganzen schon sehr ähnlich kommen. Cremige Kokosnuss, ja, vor allem Creme und dann Kokosnuss und wahrscheinlich so ein bisschen cooler. Ich schaue mal, wie das so abgeht. Was ich jetzt mal die Tage, wo ich mich auf diese Review mal wieder ein bisschen vorbereitet habe, angeguckt habe, war, dass manche Leute in den Shops bemängeln, dass die Kendo-Watte das Liquid nicht sofort aufsaugt, sondern dass so die Tropfen einen Moment auf dieser Watte drauf liegen, bevor sie halt wirklich in die Watte einsickern. Ja, gebe ich euch recht, das ist so. Ja, das braucht immer zwei, drei Sekunden, dann zieht sich das Ganze in die Watte rein. Wenn es allerdings mal das Liquid eingesogen hat, ja, dann geht alles danach ziemlich schnell. Ja, also dieser erste Tropfen, der so eingesaugt werden muss, der braucht manchmal so einen Moment. Aber wie gesagt, danach saugt die meines Empfindens nach genauso flott wie alle anderen. Dementsprechend habe ich da jetzt nicht so das Problem mit. Andere Leute stürzen halt mehr. Gut, ja. Da muss halt jeder wissen, was er braucht und was er will. Mir gefällt das bisher trotzdem noch sehr, wie diese Watte performt. So, hängen das Ganze zu. Und hauen nochmal oben ein bisschen drauf zur Sicherheit. Und dann lassen wir das Ganze mal dampfen. Es schmeckt anders als das von Decadent, allerdings auf seine Art sehr lecker. Hier steht eindeutig die Sahne im Vordergrund. Ja, wir haben so einen schönen, fluffigen Sahne-Effekt auf der Zunge. Ja, süß, aber auch nicht zu süß, weil halt da an der Stelle so die herben Kokosnussnoten das Ganze so ein bisschen abfangen. Und das Ganze halt mit so einem ganz leichten Cooler-Effekt dabei. Ist lecker. Bei weitem nicht so aufdringlich, wie ich befürchtet habe. Ja, ich habe ja, was man sich verspricht, was man befürchtet, sind ja meistens zwei unterschiedliche Dinge. Ja, also wirklich so ein cremiger, leicht kokosnussiger, kühler Dampf. Also auch für Leute, die vielleicht Kokosnuss ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Hier ist sie in keinster Weise seifig, sie ist auch nicht so intensiv. Ja, sie macht halt einfach einen schönen Kontrapunkt in dem süßlich-sahnigen Grundton von dem Liquid. Doch, ja. Kann man gut dampfen. So, nach diesem kurzen Schnitt direkt mal wieder zum Weiterwickeln. Ich habe auch noch mal etwas Gold Watte bekommen von
Kendo Vape. Ja, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Da steht erstmal nur 20% mehr drin. Also als hier in den alten Verpackungen. Aber ich habe jetzt gestern, als ich in Kaiserslautern bei Prostima war, mit einem Mitarbeiter von Prostima gesprochen. Ja, nicht mit dem David, sondern mit einem anderen, der dabei war, so zum als Starthilfe oder wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und der hatte irgendetwas davon gesprochen, ja, weil die hatten das gleiche Zeug auch da im Laden stehen. Deswegen sind wir da auf das Thema gekommen. Der hat gesagt, dass sich an der Watte wohl auch irgendwas geändert hätte, so von der Performance her. Dementsprechend werde ich jetzt das hier auch mal aufreißen und es einfach mal mit dieser neueren Version probieren. Im Vergleich halt zu der klassischen, die ich schon kenne. Also anders anfühlen tut sie es erstmal nicht. Ich guck mal, ob da wirklich sich irgendetwas wahrnehmbar verändert hat. Sollte dem nicht so sein, wie gesagt, der Kollege war sich jetzt auch nicht so sicher. Vielleicht gab es da auch mal noch eine Version vorher, die ich nicht kenne oder sowas. Nur falls da jetzt der Test negativ ausfällt. Ja, nicht, dass nachher heißt, die Leute von ProSteam hätten mir irgendeinen Mist erzählt. Ich will es einfach nur der Vollständigkeit halber ein bisschen überprüfen, ob es da Änderungen gab, die an mir vorbeigegangen sind. Das kommt weg. So. Das Ganze werden wir jetzt mit dem Butter Scott Custard verkosten oder beträufeln, wie auch immer. Ja, also wir werden auf dieser Watte den Butterscotch Custard verkosten. Die ist aber sehr kindersicher. Da hat sie verloren. So, Geruch. Ja, custardmäßig süß, cremig, aber halt dann noch so eine herbe Butterscotch-Note. Passt erstmal ganz gut. Ich spreche direkt mal weg, damit er mir nicht wieder auf die Wicklung fällt. Süß, cremig und halt so ein bisschen, fast so ein bisschen wie Karamell. Und halt Butterscotch hinten dran. Schmeckt schon interessant. Ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, da Kendo Vape ja, sag ich mal, eher im englischen Raum oder im amerikanischen Raum unterwegs ist, dass die Liquids eher ja, so babbig süß werden. Ja, dieses typische amerikanische, die schon mal gern dazu tendieren, sowas schwer zu überzuckern. Habe ich bisher nicht den Eindruck. Ne? Also, weder das Mango-Pfirsich noch das Coconut Ice Cream war jetzt übertrieben süß. Und auch der hier hat halt so herbliche Noten dabei, die nach meinem Dafürhalten halt generell zu einem guten Liquid genauso gehören, auch wenn das manche Leute gerne mal ausblenden. Ich könnte das Zeug fast saufen. Also auf der Zunge so geleckt, schmeckt schon mal richtig geil. Gut, aber wir wollen es ja gedampft haben. Nur mal kurz die Zunge freilecken und ab dafür. Extra sahniges Karamell. So das erste, was ich empfinde. Das Ganze kippt dann halt so in diese spezielle Butterscotch Herbe, kann man das so? Diese spezielle Butterscotch-Aroma, das ist so ein bisschen herb, ein bisschen, hat so ein bisschen Eindruck fast von Alkohol. Überhaupt nicht aufdringlich.
Richtig schön, ja, cremig und dann so zum, jetzt ungefähr kommt nochmal so diese Butterscotch, der Butterscotch-Abklang. Ja, doch. Könnte man sicherlich auch mehrfach dampfen, ohne dass es einem halt leid wird. Ja, es ist schön sahnig, nicht aufdringlich, ausgewogen hat. Schöne Nuancen drin. Schönes, solides, cremiges Liquid. So, auf zur nächsten Geschmacksrichtung, zur letzten. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich noch gar nicht wirklich darauf geachtet habe, wie diese Watte das Liquid aufsaugt. Ich war jetzt so fasziniert vom Geschmack, Entschuldigung. Machen wir jetzt beim nächsten, also es ist jetzt wieder diese neue Goldwatte. Also lässt sich eigentlich auch gleich verarbeiten. Da habe ich jetzt auch nichts weiter dann gemerkt, dass da irgendwelche Schwierigkeiten oder Besonderheiten wären. Ich meine, das viel besser wüsste ich jetzt nicht, da müsste sich schon fast von selber in den Verdampfer legen. Aber wir wollen jetzt mal darauf achten, wie das Liquid aufnimmt. In dem Fall halt das letzte Mal wieder Cocktail. Den Verschluss drauf. Manchmal sind diese kindersicheren Schraubverschlüsse auch erwachsenensicher. Jo, dann tue ich jetzt mal hier einen Tropfen drauf und gucke mir das mal an. Ja, auch der braucht einen Augenblick, um einzusaugen, einzusickern. Also ich erkenne da jetzt keinen großen Unterschied. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da mal eine andere Version nochmal von Kilowatte gab oder vielleicht der Unterschied gemeint war zu der blauen. Ja, also wie gesagt, in der Goldwatte sehe ich jetzt keinen Unterschied zwischen dem, was ich vor Jahren reviewed habe und diesem hier. Ja, also einziger für mich merkbarer Unterschied ist die höhere Füllmenge in der Verpackung. Ja, sonst sehe ich da nicht viel. Aber hätten wir das jetzt auch geklärt, ja, wie gesagt. Kein böses Blut bitte mit Pro Steamer. Der Kollege war sich halt auch nicht ganz sicher. Und ich meine, bei den zigtausend verschiedenen Watten, die es da so gibt, ist das natürlich auch ein bisschen schwer zu verfolgen. Ja, was sagt der Leckcheck? Süß, fruchtig, leicht alkoholisch und ordentlich Colada. Also deutlich merkbarer als bei den anderen. Ein paar Tropfen oben drauf. So. Ja, dann wollen wir gucken, wie das gedampft kommt. Fruchtig. Cooler. Und das Ganze halt mit einer sehr soften Alkoholnote dabei. Und irgendwie noch so einer leichten, leicht würzigen Unternote noch dabei. Das Fruchtige hat so was von einer etwas herberen Orange bis Grapefruit. Dafür gesagt, dass ich mich sozusagen auf amerikanische Liquids eingestellt habe. Schön rund, schön unaufdringlich, ja, wenig in your face, sondern wirklich schön dezent. Was sich halt wirklich dafür eignet, um es schön langanhaltend zu dampfen, ohne dass es halt einem schnell leid wird, weil es halt überaromatisiert, übersüß ist. Ja, schön dezent, me likes.
Ja, das war dann der letzte dieser Liquids. Wie gesagt, ich denke, wer es halt schön ausgewogen mag, findet hier sicherlich was. Man findet was Sahniges in Form des Custards oder des Coconut Ice. Ja, wer es lieber so ein bisschen in Richtung Karamell mag, wird bei dem Custard gut bedient. Das Coconut Ice ist dann eher für die Leute, die so eine leichte Nussnote dabei eher bevorzugen. Das Coconut Ice Cream wird sicherlich nicht den gleichen Platz in meinem Herzen einnehmen wie das von Decadent Flavors. Das war halt noch ein bisschen mehr ja, ideal auf mich abgestimmt. Aber das sind halt einfach schön solide gemachte Liquids, die durchaus gefallen können. Von dem Preis, was die mal kosten werden als Shake and Vape, habe ich leider noch überhaupt keine Ahnung. Da müssen wir gucken, was dann so der Markt hergibt. Ja, das weiß ich halt jetzt nicht. Ja. Oh, das, also sie werden durchaus einen Preis so in der Premium-Kategorie wert. Ich hoffe natürlich, dass sie es damit nicht übertreiben. Ja, also dann würde ich mir durchaus nochmal das ein oder andere dieser Liquids hier gönnen. Ja, die sind schön gemacht, mag ich. Aber ich will jetzt nicht länger damit zurückhalten, was ich mit Kendo Vape euch verlosen möchte. Von dieser neuen Goldwatte, die, wie gesagt, eigentlich zumindest nach meinen jetzigen Tests sich von ihrer Verarbeitungsform und so weiter nicht weiter von der alten Goldwatte unterscheidet, habe ich noch zwei Päckchen. Die möchte ich euch dann sozusagen zum einen als ja, Gewinn ausloben. Des Weiteren habe ich noch ein großes Kartönchen hier von Kendo Vape bekommen, weil die bieten jetzt auch Drähte an. Ja, das sieht dann gerade jetzt hier in der Schachtel so aus. Ja, wir haben einmal Edelstahldraht, wir haben einmal Kanthal 1A und einmal Nickelchrom 80. Ich mache jetzt mal hier den Nickelchrom 80 auf. Das sind ja, solche Pakete. Hier steht das Ganze noch in Gorge drauf. Das müsste so um die 0,5 mm sein. Ja. Ich habe dann einfach mal mir überlegt, was man da machen könnte. Aber ihr seht, ja, da gibt es jede Menge Größen, Stärken, ja, von extrem stark mit dem 20G bis halt relativ fein mit 40G. Das geht ja irgendwie bei den Amerikanern irgendwie rückwärts. Ja, also das ist die größere Zahl. Eher die feineren Drähte beschreibt, aber gut, ich setze mir hier einen auf, die sind so versiegelt. Dann findet ihr hier drin, neben dem Draht, der ist wohl in Amerika gefertigt, auch nochmal ein kleines Päckchen von der Goldwatte, ja, so dass ihr also für eure Wicklung eigentlich alles direkt parat habt. Davon habe ich hier 6 Pakete, zweimal Nichromdraht, zweimal Kanthal und zweimal Edelstahldraht. Ja, und das wäre es, was es zu gewinnen gäbe, zusammen mit diesen beiden Päckchen Goldwatte. Ihr kennt das Spiel, ihr schreibt mir bitte unten in die Kommentare einen Kommentar mit dem Stichwort "Ich will es". Und dann werden wir das Ganze verlosen. Ich weiß nicht, ob ich das wieder mit Zetteln machen werde oder ob ich das Ganze nicht einfach mal elektronisch unterstütze. Ist halt die Frage, wie viele von euch mit bei diesem Gewinnspiel mitmachen. Ich denke mal, das werde ich Anfang nächster Woche verlosen. Und ja, Teilnahmebedingungen wären eigentlich nur noch, dass ihr bitte Wohnsitz habt, also eine Lieferadresse, die ich das schicken kann, innerhalb der EU. Ja, nicht, dass ich das Ganze noch nach Gott weiß wo schicken muss, ja, weil die Versandkosten werden sonst ein bisschen hoch. Ja, das wäre so mein Anliegen oder meine Bedingungen dabei.
Ja, das war es soweit zu den entsprechenden Produkten von Candleway. Die Watte ist wie immer immer noch eine meiner liebsten, ne? Insbesondere was die Verarbeitung angeht. Die Liquids sind schon gemacht, ne? Da werden sich sicherlich Liebhaber finden. Ja, und halt dieses neue Verpackung von Watte mit Draht ist ja auch ganz praktisch. Ne? Kann man durchaus sich dann holen und hat dann direkt Draht und Watte zusammen. Ja, könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare mal schreiben, was ihr davon haltet. Ansonsten bleibt mir nur, mich bei Candlevape für das zu reviewende Material zu bedanken und für ja, den netten Kontakt zu den Leuten. Und euch danke ich wie immer für die Aufmerksamkeit und ja, man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, geschüttelt uns ein Gasgewind.